An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video, zum nächsten Best-of. Und heute haben wir dann doch zum Glück ja, die Player-Picks, die am Anfang nicht wiederholbar waren, sind ja gestern Nacht oder vorgestern Nacht erschienen, dann doch tradable. Heute haben wir insgesamt 275 Stück. Glaube ich, so ungefähr 275 Stück, haben wir heute gemeinsam mit euch zusammen geöffnet und wir gucken uns einfach mal an, wie viele Team of the Group Stage Spieler sehen wir denn. Nach gestern, nach den 85 Plus Packs, ja, die ja nicht so überragend waren, hoffen wir natürlich hier auf das Beste. Ich habe euch alles reingeschnitten ab 85 Plus, plus die Inform Walkouts und Team of the Group Stage Spieler, denke ich mal klar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel habt ihr gemacht? Was habt ihr drinne gehabt? Lohnt die sich eurer Meinung nach oder nicht? Kuss geht raus an jeden Einzelnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Best-of. Lasst einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Viel Spaß beim Video. Let's go. Alles gut, Xavi. Ja, ja. Aber ich habe gesagt, ab 19 Uhr sind erst die Einladungen. Und da haben wir den ersten Walkout mit Koulibaly. 6 Stück hat er insgesamt gemacht. Koulibaly ist wieder am Start. Und der gute alte Alaba back to back. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel habt ihr gemacht, was habt ihr gezogen. Würde mich unfassbar sehr interessieren. Und ob sie sich für euch gelohnt haben. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Let's go. Erster Inform-Walkout, Berardi, 84 plus. Rein da. An die Mods übrigens, ihr könnt sehr gerne Wetten machen, bis zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwas kommt oder so. Ich hab's gesagt. Erster Walkout, richtiger Walkout. Mit Mats Hummels, let's go. Sehr schön. Aber kein Back-to-Back. Let's go, Elmo. Oh, Cancelo hätte ich auch Bock. Cancelo würde ich auch fühlen. Cancelo würde halt auch perfekt zu Ronaldo passen. Ne? Ndidi, unser erster 85er, den nehmen wir natürlich mit. Wir werden natürlich auch im Best-of, falls ihr das Video jetzt auch seht, ab 85 zeige ich alles, beziehungsweise alle Walkouts, die es so gibt. Ne? Ha, Julian, mein lieber, Dankeschön für den Hause. 207 Zuschauer plus X. Du Maschine. Julian, Kuss geht raus. Und Julian kommt mit seinen Jungs und Mädels rüber und da sehen wir den ersten Walkout direkt bei ihm mit Castells. Auch wenn du schon hast, aber Walkout ist Walkout. Come on, Xavi, hau was raus. Ja, Xavi, erster Player-Pick, Xavi, direkt halt schon mal den Chechny drin. Ist okay. Da ist schon wieder der EA-Account, ist schon wieder voll da. Man kennt ihn halt. Ich erwarte jetzt von dir ja eigentlich den Ronaldo. FIFA-Starte. Grüße, denkst du, Ronaldo wird es dieses Jahr ins Totti schaffen? Maximal 12. Mann, sage ich. Oh, Benzema. Okay, deine 6 Player-Picks sind bis jetzt die besten, vom Rating her auch. Und allgemein von der Fülle von Walkouts bis jetzt sehr sauber. Und ein Jorginho Back-to-Back, das ist auch in Ordnung. Olfi geht klar, dankeschön. Oyarzabal, der erste 85-Pluser, den wir aufschreiben können. Aber guck mal, wenn wir das vergleichen mit Xavi, also demjenigen, der davor war, ne, das sind die 8 Picks halt deutlich, deutlich schlechter. Das muss man wirklich sagen. Erster Gnabry. Ist schon mal ein guter Start, mein Lieber. Ist schon mal ein sehr, sehr guter Start. Oh, Lukaku. Wenigstens noch ein Walkout im vorletzten Pick. Aber ja, 21 Stück waren nicht so geil. Wollen wir jetzt auf Livestream, was geht? Komm schon. Jawohl. Das ist der erste Walkout. Na was, 88 plus. Ah, De Vries, der nächste. 85er zumindest. Ich glaube nicht. Busquets, ja. Nimmt man mit. Walkout ist Walkout. Futter ist Futter und weiter. Schon scheiße, ne? Da merkst du halt auch wieder, dass bei den Player Picks, wenigstens eine Opa noch, aber bei den Player Picks hat auch so viel Glück dazu. Und dadurch, dass sie halt auch 75 plus sind, keine 78 plus oder 80 plus, da kann halt viel Schrott mit dabei sein, ne? Carlos SPC, wenn du Bock auf ihn hast, aber muss halt, Kiki muss halt damit rechnen. Ne? Jetzt kommen ja Prime-Icons jetzt bald in die Packs. Oh, Kun Aguero, der dritte Walkout bei ihm. Immerhin. Müsst jetzt positiv denken, dass es sich mal jetzt steigert und ein Team of the Group Stage jetzt hier mal kommt. Freitag, Donnerstag kommt, denke ich mal, La Liga POTM, ja. Oh, Laporte, es wird langsam besser. Es wird langsam besser. Mittlerweile sind wir schon bei 6 Karten, ne? Über 85er Rating. Back-to-back. Skriniar. Sehr schön. Aber jetzt guckt euch das an. Das sieht doch ganz gut aus mit 3 Walkouts nebeneinander. Gerade bei Petit mit. Einfach mal. Sommer. Let's go. Gerade bei Petit mit. Kannst du ja mal Broski fragen. Der spielt ihn, glaube ich, im United-Team, wie er den findet. Ja. Oh, kriegst du mal den Form?
Nehmen wir mit. Der erste richtig gute Inform in Anführungszeichen. Nils, also wenn die erste Eiger SPC kommt, cash ich wahrscheinlich noch nicht aus. Oh, er ist da, der Erste. Auch wenn es das Schlechteste ist. Aber Bottheim, der erste Team auf der Group Stage. Komm nu. Um 19 Uhr nichts gekommen, außer eine SPC von Galeno. Wir starten direkt rein bei 8 Stück mit Bunucci. Den man nie im Pack zieht. Oh, ein Didi. Die 85er laufen. Jorginho. 85er Nummer 3. Ui. Son ist ein nicer Pull. Auf jeden Fall. Erster Player Pick Parejo. Das ist eine Ansage für den EA-Account. Sage ich euch, wie es ist. Das ist eine Ansage. Streak ist dann als nächstes erstmal dran. Und Back-to-Back zieht der Thiago Silva. Hä, was ist das für ein EA-Account? Oh, endlich, Jungs. Endlich. Der nächste Walkout. Diesmal ist es Kane. In 2-3 Tagen dann. Toni Kroos, erster Walkout nach 3 Player Picks. Oder 4 Player Picks von 36 Stück, ne? Welche Upgrades kommen bald? Keine. Gulaschi, Chichi, 85er. Ach, also meinst du die RTDKs? Ah, stark, Insigne. Sehr geil. Die RTDK-Spieler, die Upgrades werden, denke ich, mal in den nächsten 3-4 Tagen kommen. Gehe ich von aus. Die werden die schon auf jeden Fall. Hochballern. Oh, Son. Sehr geil. Der zweite, den wir jetzt schon sehen. Auch wenn er nicht mehr viel wert ist, aber geil spielbar. 83er sind zu teuer. 84er, 85er zu teuer. 86er zu teuer. 87er zu teuer. 88er, 89er. Alles zu teuer, Chat, gerade. Alles gerade zu teuer. Cuadrado. Ey, ich hätte mich so gefreut, wäre Cuadrado POTM geworden. Ne? Es wäre so eine coole Karte gewesen, ne? Marco Reus, the GOAT ist da, the GOAT. Banana Joe allgemein, bevor ihr auscasht, was ihr halt machen könnt, ist einfach hier im Stream einfach immer dabei zu sein. Dann werdet ihr ja merken, ob ich auscashe, wenn endlich die 70 Millionen oben stehen. Oh, Lori, ein wunderschöner guter Tag. Das werden wir dann so machen. Hummels, erster Walker bei ihm. Das werden wir dann so machen, dass ich dann hier hinten penne. Schön entspannt und dabei aber jemand anderen aus der Community oder so einfach mal Packs ziehen lassen im Hintergrund. Ja, also Upgrades zum Totti.